Herr von Schmetterl, gibt es denn genug Geräte zum Verkaufsstart? Also wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall alle Kunden ab dem Freitag bedienen können und dass wir ausreichend Geräte in den Telekom-Shops haben werden. Welche Modelle werden denn begehrter sein, 16 oder 32 Gigabyte? Kann ich noch keine Tendenz und keinen Trend nennen. Erfahrungsgemäß tendiert allerdings eine Großzahl der Apple-Kunden, das haben wir bei der letzten Generation auch gesehen, eher zu den höherwertigeren Geräten. Wie komme ich dann am schnellsten ans Gerät? Na, am schnellsten geht es natürlich jetzt unter www.tmobile.de, sich dort schon das neue Gerät kaufen. Es ist also diesmal nicht nur eine Registrierung, sondern ein richtiges Vorabverkaufen möglich. Aber wie lange ist dann die Lieferzeit, wenn man das online bestellt? Wir gehen davon aus, dass wir alle Kunden ab dem Freitag und die ersten hoffentlich auch schon am Freitag selbst beliefern können. Das hängt natürlich auch davon ab, wann die Bestellung denn jetzt bei uns eingeht. Wenn sie natürlich erst am Donnerstagabend eingeht, ist das natürlich nicht mehr möglich. Insofern also der dringendste Tipp für Ungeduldige ist natürlich am Freitagvormittag gleich, wenn die Türen aufmachen, im Shop stehen. Werden denn alle Funktionen sofort freigeschaltet und verfügbar sein über T-Mobile? Tethering wird jetzt erstmal im Aushebungszustand bei den deutschen Geräten nicht unterstützt. T-Mobile wird das aber als kostenpflichtige Option nachschieben und zu einem späteren Zeitpunkt anbieten. MMS wird ab dem ersten Tag bereits angeboten. In den Tarifen Complete ist MMS ja ohnehin Bestandteil, da sie identisch sind mit unseren Combiflat-Tarifen. Und deswegen ist das technisch für uns überhaupt kein Problem. Die MMS dann auch verfügbar für die Altkunden mit einem Software-Update? Das ist jetzt wiederum eine Sache, die von der Hardware-Generation abhängt. Also auch mit einem 3.0er-Software wird MMS und Tethering auf einem 2G-iPhone, also erste Generation, nicht funktionieren. Aber das alte 3G kann das? Das alte, in Anführungszeichen, alte 3G kann das, ja. Wie hoch ist denn die Ablöse für Altkunden, wenn die auf ein neues Modell umsteigen wollen, aber noch in einem alten Vertrag hängen? Also wenn jemand einen iPhone-Bestandskunde, also einen Complete-Vertrag hat, dann kann er erstmalig nach 12 Monaten Vertragslaufzeit gegen einen Ablösebetrag von 25 Euro pro verbleibendem Restmonat vorzeitig den Vertrag verlängern. Wenn er gleichzeitig wieder einen 24-Monats-Vertrag im Complete-Tarif abschließt. Was passiert dann mit dem alten iPhone? Wird das dann unlocked? Kann ich dann da jede Karte reinstecken? Das alte iPhone geht in Ihren Besitz über und kann nach 24 Monaten kostenfrei oder wenn Sie ein Prepaid-Handy haben, nach 12 Monaten gegen eine Gebühr von 49,95 Euro entsperrt werden. Wenn ich nun bei T-Mobile bleiben möchte und das zweite Gerät quasi mit einer Partnerkarte weiter nutzen möchte, geht das? Also das heißt, zwei iPhones auf ein und demselben Vertrag laufen zu lassen? Ja, wir bieten nach wie vor die Option Multisim an. Das kostet einmalig 30 Euro und dann erhalten Sie eine zweite SIM-Karte, die auf die gleiche Nummer läuft. Fassen wir nochmal zusammen. Also, Altkunden zahlen 25 Euro Ablöse pro Monat. Tethering und andere Leistungen kommen später und lässt sich T-Mobile nochmal extra bezahlen. Der ganz große Run, wie in den USA, wird jetzt aber für Freitag nicht erwartet, oder? Die Amerikaner haben ja eine ganz andere Kultur. Dort gibt es keine subventionierte Geräte in dem Maße wie bei uns und dementsprechend auch keine langfristigen Verträge. Also da ist der Amerikaner an sich etwas flexibler. Wenn er sagt, am Tag X kommt ein neues iPhone, dann holt er sich das eben. Das ist bei uns in Deutschland ein bisschen anders. Das war Alexander von Schmetto von T-Mobile zum Verkaufsstart des neuen iPhones 3GS.